Viva España! Zum vierten Mal im Leben ist Frohnatur und Dorfkind Jessie auf dem Weg von Thüringen hinaus in die weite Welt. Nach den Niederlanden, Polen und Italien geht es diesmal mit einer Ladung Pakete Richtung Barcelona. Nach 7 Stunden Fahrt ist das Trucker-Babe kurz vor der französischen Grenze angekommen. Ich fahre jetzt kurz raus, mache jetzt ein kurzes Päuschen. Also ich habe eigentlich noch genügend Fahrzeit. Aber ich will jetzt ein Päuschen machen, weil ich noch fix mein Mautgerät, also quasi meinen Telepass installieren will. Und nochmal fix meine Sticker checken, ob die alle feste sind für französisches Land. Ja, also diese wunderbar schön farblich gestalteten und passend zum LKW klebenden Aufkleber haben wir Freitag dran gemacht. Also im Prinzip ist es halt so, dass die in Frankreich tatsächlich Pflicht sind. Außer man fährt nur auf der Autobahn, dann müssten sie eigentlich nicht dran, dann könnte man sie weglassen. Aber das Ding ist ja, wenn auf der Autobahn Stau ist, Unfall, wie auch immer, man will es umfahren, man muss durch die Stadt durch, hat die Dinger nicht dran, ist man am Arsch. Damit Jessie auf dem nicht landet, muss sie noch eine andere Sache für die Weiterfahrt beachten. In Frankreich waren die Autobahnen schon immer kostenpflichtig. Doch das System funktioniert anders als in Deutschland. Und jetzt geht's nur noch an den Telepass. Das ist quasi das tolle Gerät hier. Der Telepass ist dafür da, dass ich halt jetzt über die Grenze fahren kann, ohne zusätzlich jetzt Maut zu buchen. Das macht dieses Gerät dann automatisch. Nur mal einmal reinstecken. So, kann ich den auch wieder reinstecken? Und dann muss ich dieses Ding eigentlich nur anschalten. Doch das ist leichter gesagt als getan. Einen On-Off-Schalter gibt's hier wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt leuchtet nämlich hier eine grüne Lampe. Jetzt lege ich das Ding hier vorne rein und im Prinzip ist es dann so, wenn ich dann durch die Mautschranken da durchfahre, wird dann halt das Kennzeichen gescannt und da wird dann normal die Maut abgebucht. Ich lege das jetzt hier vorne rein. Letzten 180 Kilometer, Attacke Marianne. Soweit ist es bis zum Rastplatz auf der französischen Seite, den sich die Frohnatur für die Nacht ausgesucht hat. Bis dahin hat sie noch etwas Zeit, ein paar Spanisch-Vokabeln zu büffeln. Buongiorno. Ist das Spanisch? Scheiße. Hm, das war aber Italienisch. Ja, ei. Was heißt denn Hallo wo fahren wir hin? Spanien. Spanisch. Wie wär's mit Hola? Hola. Hola, chica. Alles klar. Da gehe ich morgen in euch in so eine Bar rein und sage zu jedem Hola Chica. Da mache ich mich gleich beliebt. Oder umgekehrt. Die Spanier werden Hola Chica sagen, wenn Frohnatur Jessie die Bar betritt. Oh. Was hast du? Frankreich, und Belgien. Italien, ich will, dass die aufhört mit Labern. Ich weiß nicht, was die mir hier erzählt. Du könntest jetzt um einen Sappel halten mit. Ha, sie ist ruhig. Gut, nicht mehr anfassen. Einfach nur hinlegen. Die wird es schon melden, wenn irgendwas ist. Hat er jetzt auch die ganze Zeit gebabbelt. Gleich sind wir an der Grenze zu französisch Lande. Da fehlt nur noch die passende Hintergrundmusik. Ein sehr schönes Lied. Die Grenze zu Frankreich bildet hier der Vater Rhein. Chakalaka, hier ist Wasser. Geil. Der erste Blick auf Frankreich? Ja, nicht unbedingt der Eiffelturm. Ach, mega. Herzlich willkommen in Frankreich. Cool. Also die Grenze hätte ich mir jetzt tatsächlich unbedingt spektakulärer vorgestellt. Ich musste jetzt erst mal gucken, ob ich überhaupt schon in Frankreich bin. Aber auf den Schildern steht was Französisches, also wird es wohl so sein. Ha, wir sind in Frankreich. Ich habe von meinem Kollegen den Tipp bekommen, in Eco zu parken. Da gibt es so einen riesengroßen Parkplatz direkt für LKWs. Da ist halt auch so ein kleines Einkaufszentrum und so. Und da freue ich mich auch drauf, wenn es da so ein kleines Moscheechen gibt für Jessie, wo sie mal durchschnarchen kann. Dabei hat Jessie so viel Lebensmittel eingepackt, als gäbe es in Frankreich nichts zu essen. Attention, Attention, ist schon mal aufpassen. Den Rest hast du schon verstanden. Auf die Bremse treten stand da die erste Mautstation. So, jetzt muss ich mal kurz aufpassen, wo jetzt hier der Telepass durchfahren. Ach, gucke an, einfach geradeaus, ne, einwandfrei. So, wenn jetzt noch meine Schranke aufgeht, wenn ich hier durchfahre, bin ich glücklich.
Ha, hat gepiept. Juhu. La 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 la. Ach, ist das schön. Ich mache mich nicht zum Affen, weil ich durch die Mautdings fahren muss und bezahlen muss, sondern ich kann gleich durchschießen. 19 Kilometer. Air Deco. Die Raststätte war die Empfehlung eines Kollegen. Ich fahre jetzt hier erstmal runter und gucke mir das jetzt hier an, ob das jetzt hier was für mich wäre oder nicht. Ja, das ist halt hier tatsächlich nur ein Parkplatz. Also hier ist nichts. Wenn ich hier stehen bleibe, kriege ich ihn auf den Deckel. Wichtig ist, wenn du parken tust, bitte helle Plätze, möglichst bewacht. Gell? Jetzt ist guter Rat teuer. Was tun, wenn der empfohlene Rastplatz weder hell noch bewacht ist? Muss ich immer gucken, wo ich jetzt hier wieder rausfahre. Wo soll sie bleiben in der Nacht? Das ist nicht der geplante Rastplatz gewesen. Das war jetzt einfach noch so ein Rastplatz, der jetzt hier zwischendrin gewesen ist. Und der war aber jetzt hier nicht bewacht. Deswegen daddeln wir jetzt hier mal noch ein Stückchen. Doch beim Daddeln wachsen die Zweifel. Das ist der Rasthof, wo wir jetzt gerade eben gewesen sind, gell? Ich weiß aber nicht, ob ich hätte über die Brücke fahren dürfen, weil das sah vor uns nicht so aus. Aber ich glaube, das war nicht für LKWs. So, jetzt fahre ich hier runter, um einfach zu drehen. Was auf deutschen Autobahnen unproblematisch ist, wird in Frankreich jedoch zur Herausforderung. Wegen der Mautstelle. Was ist denn das jetzt hier? Wieso geht das jetzt hier nicht hoch? Was, Ticket? Wieso Ticket? Ich hab doch Telepass. Hä? Hier stand doch Telepass dran. Ich will doch hier einfach nur drehen. Kaum in Frankreich und schon ist Jesse in einer verfahrenen Situation. Oh mon Dieu. Na klar, hier steht doch Telepass. Also jetzt bin ich wirklich überfragt. Muss ich jetzt da rein? Das ist ja halt so arschenge hier. Alter. So, dann lass mich jetzt raten. Jetzt geht hier wahrscheinlich die Stange auch nicht hoch. Ich habe jetzt ja gerade geklingelt. Bonjour, German. Do you speak German? Ich habe Telepass. Telepass, ja. Moment, ah, perfekt. Ich will nur drehen, ja? Mein Herz. Wir drehen. Nehmen wir ihn nochmal hier durch. Ich hab's ja, die hat das noch auf dem Schirm. Die erste Hürde hat das Babe genommen. Aber wer rausfährt, muss auch wieder reinkommen. Und da wartet die nächste Hürde. Muss ich noch mal. Ah, ja, jetzt. Hat's. Ja, sie hat's noch auf dem Schirm. Einwandfrei. Merci. Merci. Aufregend. Ich wollte ja hier nur drehen. Ich wollte ja hier gar nichts anderes machen. Und siehe da, auf dieser Seite ist der Parkplatz von Eco eine echte Raststätte. So, hier ist nämlich die Brücke. Gut, ich hätte hier drüber fahren können. Ja, das musst du wissen, keine Ahnung. Rettung in letzter Sekunde. Jessys Fahrzeit für heute ist abgelaufen. Ich muss mich jetzt hier irgendwo hinstellen, weiter kann ich definitiv nicht fahren. Leider sind LKW-Stellplätze nicht nur in Deutschland ein rares Gut. Aber wenn Frohnaturen reisen. Ich stehe, ich gehe jetzt da hoch und gucke, ob ich mir da morgen früh einen Kaffee holen kann. Ich kann ein bisschen Beine vertreten, gucken, was da oben so los ist. Und dann ist Rio Ritze für heute. Und ich bin happy, dass wir in Frankreich sind. Dabei fängt das Abenteuer jetzt erst richtig an. Unsere Abenteuer auf den Straßen Deutschland, Europas und der ganzen Welt haben euch neugierig gemacht. Ihr wollt unbedingt wissen, wie es mit unseren Touren und Aufträgen weitergeht? Dann klick hier, um das nächste spannende Video von den Trucker Babes anzuschauen. Oder du abonnierst gleich unseren Kanal, um kein Video von unseren Ladies zu verpassen. Außerdem hast du noch die Möglichkeit, auf Join alle Folgen unserer Trucker Babes ganz entspannt anzuschauen. Viel Spaß!